Hallo, ich heiße Gabriel und komme aus Brasilien. Ich heiße Xenia, ich komme aus Russland. Ich bin selbst Tänzer und liebe Sprachen. Ich bin Stilistin und ich mag Fotografie. Das Projekt Münchner ACG stellt die Münchner Künstler vor. Münchner Künstler, die woanders geboren wurden. Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, hier sind wieder Xenia und Gabriel von Kulturzentrum Gorat. Ja, und unser Gast heute ist eine Künstlerin. Kunstmalerin Marina Pospelova-Jezewskaya. Hallo Marina. Hallo. Marina, wir würden gern erfahren, woher Sie kommen, wo Sie geboren sind und wann Sie nach München gekommen sind. Seit 2006 wohne ich in München mit meinem Mann, Wissenschaftler. Er ist Physiker, hat zuerst Max Planck gearbeitet, dann das Zweite. Und wir sind Familie von wissenschaftlichen Spezialisten, IT-Spezialisten. So, jetzt ist es meine Kinder sind auch in diesem Bereich. Die ist schon groß geworden und studieren auch. Das ist meine erste Tochter, studiert IT in TUM, das Technische Universität. Zweite Tochter studiert Biologie. Für mich das ist alles, das für mich ist es gewohnt, weil bin ich in einer kleinen Stadt, wissenschaftlichen Stadt in Neusibirsk geboren. Es ist meine Mutter ist Physiker, mein Vater ist Physiker, meine Schwiegermutter ist Biologistin in Genetik, mein Bruder ist Physiker und Biologistin. Es ist überall. Das ist meine Ausnahme. Ja. Nur bin ich Künstler, aber nicht genau. Das ist inzwischen. Super. Und wenn man Ihre Gemälde von München anschaut, muss man nicht fragen, ob Sie die Stadt mögen. Aber was bedeutet München für Sie? München ist meine Atmosphäre, das ist meine Luft. Ja, ich wohne hier. Jeden Tag gucke ich diese Architektur, gucke diese Straßen, Plätze, ja, Leute, Mentalität, alle. Das ist meine Luft. Ich atme hier einfach, ja. Das ist München für mich. Und ich probiere das zeigen, weil für Künstler ist es wichtig, das Gefühl. Ja. Heute zum Beispiel Sonne, ich fühle mich sehr aktiv und das gefällt mir sehr. Morgen vielleicht kommt Schnee, ja, aber es ist auch toll. Ich warte auf Schnee. Ich habe auch Schnee gewartet. Ja. Haben Sie nur in München, in Deutschland gewohnt? Oder? Ja. Nur in München. Okay. Sie kennen jeden Ecke, genau da. Marina, können Sie uns etwas zeigen? München. München in Sommer. Ja. Vielleicht ein bisschen näher mit. Ja, so, ich kann so. Mhm. Ja, super. Wow.
mit Spachtel. Das ist die Spachteltechnik. Mhm. Das ist auch dieser Platz. Erinnern Sie diesen Platz? Ja. Es ist ein deutsches Museum. Ja. So. Das ist in der Nähe. Wow. Josefsplatz. Dann ist es auch alte Nordfriedhof. Ist es, heute ist es Park. Mhm. Ist auch hier in der Nähe. Das ist meine Lieblingsstadtbereich, meine Atelier. Kanal zum Nymphenburg. Nymphenburg, ja. Genau. Wir wohnen in der Nähe. Oh, super, sehr tolle ja. Bereich auch. Wohnen wir? Ja, wir wohnen in der Nähe. Okay, wie heißt es? Ich zeige dir. Danke. Und vielleicht können Sie, wo ist das? Es ist auch genug berühmte Gebäude. Das findet in Englischer Garten. Es ist nähe chinesische Turm. Ah. Suchen Sie bitte mal nächsten Spaziergang. Ja, ja, das also sicherlich. Und Lachinausee. Mhm. Lachinausee. Zwei Paar. Super. Ich habe fast gleiche Foto auf Lachinausee. Ah. Kunst, das ist keine Realität, glaube ich. Kunst ist keine Realität. Kunst, das ist nur Gefühl, mhm. weil das kommt durch mich, durch meinen Organismus, meinen Kopf. Meine. Super. Aber es ist interessant. Ich zeige, du guckst, du fühlst etwas anderes. Das ist auch sehr interessant. Ja. Ich denke manchmal, wenn man etwas malen oder fotografiert, mhm. Denkt er, was er zeigen möchte. Und, aber andere Leute können ganz anderes sehen, fühlen mhm. und das ist sehr interessant. Mhm. Und ich verstehe nicht bis Ende, wie funktioniert das. Das ist also der komplizierteste Computer ist hier, mhm. ja? Ja. Auf diesen Grund, ich meine, es ist unende. Wir können studieren, unser Gehirn, das ist mein Bruder studiert, ja, mhm. Biologist. Aber wir könnten, ich finde, wir könnten nicht etwas Ähnliches konstruieren. Ich glaube, ja. Nichts. Immer Interesse, 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 Interesse. Ja. Das ist ja. Hauptmotto. Muss Interesse bleiben. Alle 14 Jahre wohnen wir hier in Schwaben. Schwaben ist ein besonderes Stadtviertel. Ja, das ist voll Jugendstil. Das ist alle Bücher, alle Bibliotheken sind voll, es ist nach diesem Thema natürlich. Jugendstil in München. Welche Stadt am ersten? Natürlich Schwabing. Kandinsky, das Thomas oh. Manns, erste Namen. Alle haben es hier gewohnt. Ja. Du hast gesagt, du kommst aus einer Familie von Wissenschaftlern. Genau. Ja? Ja. Und ja, also in Deutschland werden heutzutage vor allem Leute aus IT-Branche und Wissenschaft gebraucht. Mhm. Und wie finden Sie, wie ist es, wie kann ein Künstler in Deutschland einen Platz finden? Also, es ist ein bisschen herausfordernd, vielleicht. So, also gute Frage. ich finde, Kunst, das ist eine
total das hauptwichtige Bereich ins Menschenleben. Weil IT, das ist IT, das ist ein Mittel zum Leben, aber Kunst, das ist anderes. Das ist zwei zwischen, wir sind, ich verstehe, was bedeutet ein wissenschaftliches Leben. Ich verstehe, mein Bruder hat mir erzählt, wir sind Menschen, wir sind Tieren, ja, Haupt, es ist unsere Physiologie. Mhm. Aber Kunst ist das zwischen zum Beispiel IT, das ist ein Gehirnleben, ja, und zwischen Tier. Das ist sehr kompliziert, aber sehr, sehr interessant. Ich finde, die besten IT-Spezialisten in München verstehen, was bedeutet Kunst. Sie verstehen gute Kunst. Echt? Und sie verstehen, welche Bilder müssen auf der Wand hängen. Ja, nicht nur Zeitplan, aber die gute Malerei auch brauchen sie. So. 2006 wohne ich in München, aber ich kann das genaue Jahr nennen, das ist 2011. Das ist fünf Jahre, ja, Unterschied mhm. zwischen unserem ersten Punkt und das ist zweite Punkt. Was ist passiert zwischen? Ab 2011. Jahr, ich fühle mich als Künstler von hier. Ich probiere mich als Architektin zu finden. Ja. Ich bin Architektin von Beruf. Das ist meine, das ist meine Probe, in dieses Leben als Architekt wohnen. In Novosibirsk habe ich als Architekt gearbeitet. Ich habe Erfahrung 6 Jahre in diesem Bereich. Architektur, Innenarchitektur, Außenarchitektur, verschiedene Projekte. Ich verstehe. Ich kenne diesen Bereich. Aber für München, in Deutschland, Architektur bedeutet etwas anderes. Ich habe diese 5 Jahre, nach mehreren Proben, habe ich endlich verstanden. Und um 2011 endlich fange ich nur im Kunstbereich arbeiten. Das ist die kreative Arbeit. Und sie wirkt auf den ersten Blick sehr oft kurzweilig und amüsant, braucht aber sicher auch viel Energie. Und wie kann ich mir einen typischen Arbeitstag bei Ihnen vorstellen? Typischen Tag? Arbeitstag. Arbeitstag. Nicht das Familientag, ja. Nein, Arbeitstag. Mein Atelier existiert seit 2 oder 3 Jahren. Mhm. Aber 2011, das ist 9 Jahre. Mhm. Das bedeutet, ich habe zu Hause gearbeitet vor 3 Jahren. Mein Arbeitstag war natürlich das ist immer mit meiner Familie, mit meiner Tochter, mit meiner privaten Schule. Es ist nicht bedeutet, wann fange ich meinen Tag und male ohne Pause. Doch Künstler sein bedeutet gucken, beobachten. Es ist meine Schatz. Es ist eine Vision Schatz vergrößern. Und natürlich ich trainiere mich. Ich mag sehr zeichnen in verschiedenen Museen. Das ist außer Atelier. Ich mag draußen arbeiten am frischen Luft. Das ist plein air, heißt das französische mhm. Wort. Und verschiedene Projekte natürlich auch. Meine Reisen sind auch Projekte. Zum Beispiel Ausstellungen. Heute ist es kompliziert, aber vor einem Jahr habe ich, das ist meine letzte große Leider, ja. Reise war nach Paris zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber es ist nicht total locker, weil ich muss mich vorbereiten für Ausstellungen, für Reisen, für Projekte, für
locker bedeutet, ich kann gleichzeitig bis 5 verschiedene Projekten in Malerei, in Grafik, in Schule gleichzeitig. Mein Leben, es ist nicht langweilig. Ja. Jeden Morgen aus meiner Hauptstraße, ich suche etwas anderes. Zum Beispiel eine Blick auf diese Fenster kann anderes sein. Das meinst du, ja? Mhm. Ja, und man muss noch die Technik trainieren. Das ist interessant. Mich selbst, natürlich, ich arbeite auch, aber in Unterrichten, bei Unterrichten meiner Kinder, meine Studenten, es passiert viel schneller, weil wir wechseln unsere Emotionen oder für Technik, Emotionen sind auch wichtig. Natürlich. Also ich habe deine Gemälde gesehen und bei Gemälden stehen vor allem also warme Farben. Und ich erlebe in München meinen ersten Winter mit Schnee. Und es ist schön, es ist was Neues, aber irgendwie ist es ein bisschen traurig, weil der Schnee verdrängt alles, alle Farben, und es lässt das Stadtbild trist wirken. Und ich wollte wissen, hatten Sie auch Sehnsucht nach Wärme? Sie haben gesagt, dass es gefällt dir, es gefällt Ihnen der Schnee, aber wie ist deine Beziehung mit dem Winter? Oder brauchst du die Sonne, um mehr Energie zu bekommen? Warme Farben. Ich benutze ganze Farbpalette, ehrlich gesagt. Aber wenn hast du bemerkt, nur warme Farbe, ich denke, es ist dein eigenes Gefühl. So, natürlich Winter und der Schnee, die Leute finden, Schnee ist weiß, meinen sie. Ja. Ich finde anderes. Ich finde, Schnee hat alle Farben. Schnee reflektiert alle Farben um. Verstehst du, was das bedeutet? Ja? Sonne oder grauer Himmel oder blauer Himmel, deine rote Jacke oder grüne Blätter. Gibt es noch die Blätter? Ja, grüne. Für Malerei, für mein Gefühl, ich brauche bunte Farbe, ja. Ganzes Spektrum. Ja. München für mich zum Beispiel hat etwas zwischen, das ist genau, Orangen und Blau, diese Kontrasten. Orangen und Blau. Blau mit Warmblau, das ist zwischen Ultramarin. Das ist meine Lieblingsfarben. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Das ist diese Variante, Blau hier und hier. Kontrast. Sie arbeiten mit Aquarell, mit Öl, Sie formen aus Ton. Und wie wählen Sie die Materialien für Ihre Kunst? Geschieht das eher zeitweilig oder aus einer spontanen Inspiration heraus? Ich dachte zuerst spontanen und dann nein, nicht spontan. Die beiden Varianten passen, weil für Kunst ist es wichtig, spontane Momente, sehr wichtig. Ohne spontane Momente, wir bekommen eine langweilige Malerei. In Aquarell, in Watercolor, in Aquarell, für Aquarell ist es sehr, sehr wichtig. Ich kann natürlich zum Beispiel jeden Tag nur mit Aquarell arbeiten. Techniker verbessern, gibt es eine Hauptformel, 10.000 Stunden. Du musst arbeiten in diesem Bereich und dann bekommst du zum Beispiel ein tolles Resultat. Es stimmt, aber nicht 100%. Ja, ich wollte fragen, ist es für
ihre Körper, also anstrengend, und, oh, ich muss gerade mit Öl, und dann ich muss mich sehr fokussieren oder entspannen. Also ist es mit Aquarelle bei Ihnen leichter? Wie finden Sie? Ich kann total locker sein, wann male ich mit Öl. Aquarell sieht leicht aus, aber das ist eine große Arbeit nach Gedenkpause, das sagt man ja. Aquarell, es ist immer fast alle Fragen so, aber ich kann nicht echt formulieren, ich mag Öl. Ich mag Öl, dieses Material, ich kann mit meinen Fingern fühlen. Ja, es ist sehr taktil Material. Ich mag Öl, weil ich kann mit Fingern malen, statt Pinsel zum Beispiel. Es ist sehr, sehr interessant. Ja, warum nicht? Du bekommst sehr interessante Spuren, es ist andere Spuren als mit. Wir mit Pinsel bekommen. Ja. In Aquarell hat starke technische Grenze. Ich probiere diese Grenze übergehen, aber ohne großen Erfolg. In Öl fast immer bekomme ich etwas, das ist keine 100% Erfolg, aber okay, 18%. In Aquarell, ich muss bis heute ja fast Hälfte meiner Bilder einfach wegwerfen. Kompliziert. Aber Aquarell sieht leicht aus. Ich wollte noch fragen, glauben Sie, das ist möglich, etwas über den Charakter oder die Periode des Lebens eines Menschen zu verstehen, an welche Art von Kunst er sich jetzt interessiert. Zum Beispiel, ich mag Grafik Auch. und jemand anderen mag Aquarell oder Öl oder etwas anderes. Vielleicht ermutigen, was für eine Persönlichkeit man hat, Ja, aufgrund. vielleicht ist es wichtig. Nicht alle Leute, sie wollen, aber können nicht zeichnen oder malen. Ja? Ja, zum Ja. Beispiel ich. Meine Pubertät, ich war auch so, welcher Bereich will ich arbeiten? Ja, das war Hauptthema natürlich. Jedes Kind sucht etwas. Mein Architekturberuf, das war der Kompromiss zwischen Kunst und meine Mathe. Ich mag sehr Mathematik. Das ist auch mein Lieblingsfach. Das war Lieblingsfach in der Schule. Ja. Charakter ist wichtig, aber Charakter ist es auch zweitens, finde ich. Ich mag Grafik. Du hast gesagt, Grafik magst du. Ich auch. Wann will ich keine Öl oder Aquarell? Aquarell steht zwischen. 19. Jahrhundert zum Beispiel, die Aquarell war Grafik. Moderne Aquarell, das ist Malerei. Voilà. So, ich mag Grafik, ich mag Tusche, ich mag weiche oder schwarze Stiften. Ja, Ja. ich mag mischen. Ich mag sehr Illustrationen, ja. Ich mag sehr die Kinderbücher. Ich habe schon probieren, etwas illustrieren. Das ist auch mein Lieblingsbereich. Ich kann teilen natürlich 30% Ölmalerei, 30% Aquarell, 30% Grafik. Aber wo ist noch ein bisschen 10% für zum Beispiel meine Webteppichen, das ist Gobelin, oder für zum Beispiel diese Variante, ich weiß nicht. Ich finde zum Beispiel japanische Kunst oder chinesische Kunst
Es ist ein großer Schatz von dieser Welt. Die europäische Kunst ist anderes, aber japanische oder chinesische Kunst, es ist zwei in einer Flakon, oder ich sage mal in einer Tasse, zwei oder drei. Mathe, wir müssen Segmenten zeigen, es ist eine sehr genaue Zeichnung. Dann verschiedene Farben, Faden. Und Lust von technischer Arbeit. Ja. Zusammen ist Interesse, große Interesse. Super. Ja, danke. Also, Sie haben gesagt über den Schnee. Ich versuche es irgendwie anders zu sehen. Es ist eine Neuigkeit für mich, aber. Ich fand es sehr interessant, wie Sie den Schnee beschreibt haben. Schnee, das ist meine Variante, Schnee zeigen. Ja. Und vielen Dank für das Gespräch. Ja, wir leiten alle Interessierten und Neugierigen zu Ihrer Webseite. Die Adresse finden Sie im ersten Kommentar. Aber sie ist leicht zu merken, www.marinart.de. Ja, danke für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen.